Ich sitze hier mit Alexander Birk. Alex. Hallo Lea, schön dich endlich mal wieder zu sehen. Ja, live und in Farbe. Genau, und danke, dass du die Zeit nimmst, dich mit mir hier hinzusetzen und mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Aber vorab, du bist Head of Marketing bei der Best Western Central Europe GmbH, die mit dem Sitz in Eschborn und zuständig für rund 240 Hotels. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist dein Tätigkeitsfeld aufgegliedert, dein Team etc.? Momentan sind es drei Teams. Zum einen ist der ganze Bereich Marketing, CRM und Loyalty ist ein großes Team. Das zweite Team ist alles rund ums Thema E-Commerce und Partnerschaften. Also mein Team betreut sowohl Direct Sales als auch Indirect Sales. Mhm. Klingt immer so ein bisschen schwierig am Anfang, ist aber tatsächlich sehr, sehr gut, weil wir dadurch merken, dass die Leute Einblick in beide Themen haben und wir das dann sehr holistisch betrachten können. Und das dritte Team, was ich habe, ist nochmal ein spezielles Team nur für den Bereich Brand Marketing. Mhm. Das ist jetzt gerade in der aktuellen Zeit nochmal ein bisschen größer geworden, weil wir einfach auch gesehen haben, okay, wir sind sehr performanceorientiert natürlich, wir gehen jetzt aber auch ein bisschen noch stärker in den Bereich Brand Marketing. Branding, wie ist Best Western aufgestellt oder BWH Hotel Group aufgestellt. Das hat gerade eine große Wichtigkeit und wird auch nächstes Jahr noch mal eine noch größere Wichtigkeit bekommen, glaube ich, bei uns. Okay. Zusätzlich gehöre ich noch zu einem globalen Marketing-Team von Best Western. Wir sind ein Team aus 8 Leuten aus 7 Ländern, wo wir nochmal auf alle 4.700 Hotels ins knapp gerade schauen, was auch jetzt gerade uns einen großen Vorteil gibt, weil wir einfach mit direkten Kollegen in USA, in Asien, in Italien, in Frankreich sprechen und so ein bisschen wissen, okay, wann darf denn wer wieder reisen? Weil wenn ich ehrlich bin, wir sind ja froh, wenn wir in Deutschland wissen, wer gerade wann wohin reisen darf. Jetzt noch zu wissen, wann darf der Asiate irgendwo hinreisen, wann darf der Amerikaner wohin reisen, bringt uns das halt gerade auch einen Vorteil. Und unterm Strich eben auch den Hotels, weil wir natürlich auch Hotels haben, die internationale Gäste haben etc. Cool, spannend. Und jetzt ist der meistens. Tag hier schon halb durch. Ne? Es waren schon viele Sessions, viele Vorträge. Was würdest du sagen? Du bist Teilnehmer heute. Mhm. Ist dir irgendwas besonders hängen geblieben oder etwas, was du sagst, ach, fand ich super? Besonders hängen geblieben, muss ich sagen, ist mir, dass es tatsächlich so ein Aufbruchsstimmungstag ist. Ja, also man merkt, cool. Es sind sehr, sehr viele Themen, die haben wir zwar schon mal gehört, aber zum Beispiel das, was eben gesagt wurde zum Thema Zimmerkategorien, wie gehen wir damit um, schaffen wir ein PMS ab? Es waren auch ein paar Sachen dabei, so thesenmäßig. Und schaffen wir das PMS ab? Ich fand die Argumentation von Wilko durchaus schlüssig. Okay. Da ich kein Revenue Manager bin, halte ich mich da raus aus der Diskussion. Mhm. Aber von der reinen Sache, auch aus Vertriebssicht, das gibt ja sehr, sehr viele neue Ideen. Auch dieses Thema mit Attribution Selling. Das fand ich halt auch sehr, sehr schön zu sehen. Es gibt jetzt neue Themen. Es sind sehr, sehr viele Kollegen hier von kleineren Startups, die neue Sachen machen. Und ich glaube, es ist eine gute Zeit, einfach die Sachen mal zu überdenken. Weil ich denke, wir wollen alle nicht wieder dahin zurück, wo wir waren, sondern wir müssen das jetzt nutzen und sehen, dass wir coole neue Chancen generieren. Auch, haben wir auch eben gehört, um das Thema Direktvertrieb halt weiter zu pushen und uns da besser zu positionieren, weil die Chancen sind da weiterhin. Egal ob kleines Hotel oder Kette, glaube ich, hat jeder eine Chance. Okay, Stichwort Direktvertrieb und Vertriebsstrategie. Was würdest du sagen? Ich meine, jetzt haben wir 1,5 Jahre Pandemie hinter uns, sind noch irgendwie mittendrin gefühlt. Inwiefern habt ihr bei Best Western, kannst du das beschreiben, die B2B und vielleicht auch B2C Vertriebs-Marketing-Strategie angepasst? Wenn überhaupt? Also ich denke schon. Aber ja, doch. Ja? Durchaus. Durchaus haben wir die angepasst, weil wir natürlich ja schon sehr, sehr corporate-lasting sind. Wir haben Hotels mit Tageskapazitäten, was im Prinzip von heute auf morgen natürlich sehr, sehr schwierig geworden ist und auch jetzt immer noch schwierig ist. Also ich glaube schon, wir sind noch in der Pandemie, also wir sind noch nicht am Ende oder durch, wie man so bei manchen Leuten immer so halb raushört. Was wir gemacht haben, ist einen noch stärkeren Fokus auf Leisure natürlich gesetzt. Mhm. Also wir haben sehr, sehr viel Leisure-Marketing gemacht. Wir haben eine Kampagne gelauncht unter dem Motto Sehnsuchtsorte. Einfach um so ein bisschen, also wir haben so das Thema Storytelling größer gemacht und gesagt, hey, wir wissen, ihr dürft gerade noch reisen. Wenn die Leute wieder reisen oder wenn ihr wieder reisen wollt, wollen wir aber wissen, hey, da gibt es was bei Best Western. Das haben wir relativ stark gemacht. Wir haben einen Podcast gestartet in der Zeit, jetzt einen eigenen. Wie heißt der? Wherever Life Takes You, Best Western is There, Stories by Best Western. Da haben wir im Prinzip Spotify, Deezer, iTunes, überall. Mhm. Weil wir einfach auch gemerkt haben, da ist ein Interesse da. Mhm. Und ehrlicherweise, wir hatten vorher die Kapazität und die Zeit, noch das zu machen. Okay. Und haben eben jetzt in der Zeit gesagt, okay, jetzt haben wir die Kapazitäten. Der Need ist da gewesen schon länger, wir wollten es länger schon machen. Das haben wir jetzt gelauncht. Also viele so kleinere Bausteine. Wir haben beispielsweise was gelauncht fürs Thema Homeoffice im Hotel. Mhm. Wir haben Schulen, die Hotels angeboten, die Tagungsräume für Abiturprüfungen, für Klassenarbeiten mit interessanten Ergebnissen. Also es gab Schulen, die waren da sehr, sehr offen. Es gab Schulen, die waren da nicht so offen. Aber wir haben eben gesagt, okay, wir wollen es versuchen in dieser Zeit. Ne? So ein bisschen, das ist der Ansatz, die Gemeinschaft muss ja auch da zusammenstehen. So wie wir jetzt hier halt zusammenhalten, haben wir es da auch versucht und gesagt, hey, wir müssen was anbieten. Wir haben jetzt ein neues Longstay-Konzept rausgebracht, weil wir merken, es ist eine große Nachfrage nach Longstay.
Zum einen aus Sicherheitsgründen auch für Firmen, weil die sagen, wir wollen nicht den Leuten Zugfahrten zumuten, Montag hin, Donnerstag zurück oder Flüge, dann zahlen wir lieber 14 Tage am Stück und die Leute können in einem Hotel bleiben. Da haben wir jetzt geschaut, was können wir da machen. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele kleine Teile so. Wir waren sehr flexibel, wir waren sehr schnell. Also im Vergleich zu sonst sind wir sogar noch schneller geworden, glaube ich. Das ist vielleicht ein Vorteil gewesen. Und wir schauen jetzt mal die nächsten Monate, wie es weitergeht. Also ich bin sehr gespannt tatsächlich, wie sich das entwickelt. Wir sind tendenziell positiv gestimmt, muss ich sagen. Aber klar, der Bereich Corporate, das wird, glaube ich, die größte Herausforderung. Nicht für uns, sondern ich glaube für alle. Ne? Also Geschäftsreisende, was passiert damit? Tagungen, Messen, große Events, wie es da weitergeht, ist halt ein bisschen glaskugelmäßig. Ne? Ja, absolut. Wenn man mit 10 Firmen spricht, hat man dazu 11 Informationen, wie es weitergeht. Das ist auch sehr, sehr schwierig, gerade einzuschätzen ordentlich. Und deswegen werden wir auch für 2022, wir bleiben da flexibel, wir schauen, was können wir machen. Und dann hoffe ich, dass sich die Situation irgendwann wieder normalisiert für uns alle gemeinsam. Ja, super. Jetzt hast du eigentlich schon meine letzte Frage beantwortet. Die müssen wir jetzt gar nicht mehr abdecken, weil das war jetzt die Herausforderung, die du genannt hast. Würdest du sagen, es sind noch weitere Aktivitätsfelder, die man auf gar keinen Fall außer Blick lassen sollte für die kommenden mittelfristigen Strategieentscheidungen oder? Also für mich jetzt gesehen, also Marketingbereich, Kommunikationsbereich, glaube ich, wird das wichtigste Thema First-Party-Daten sein. Wir sind schon relativ gut aufgestellt. Wir haben Loyalty-Programme mit über 48 Millionen Mitgliedern weltweit. Aber du kannst ja nie genug Kontakte haben. So, wenn man jetzt sieht, durch das Thema Consent Management, durch das Thema Adblocking, durch das Thema Browser-Blocking, also du verlierst halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, Kundendaten zu tracken oder Kunden zu tracken, was aus Kundensicht auch vielleicht ja gut ist. Mhm. Aus Marketing-Sicht, und wir haben ja, ich erinnere mich noch, als wir zusammen da vor 10 Jahren irgendwie zum ersten Mal über Facebook gesprochen haben, ne? Ja. Die Datenparty lief jetzt auch lange. Jetzt ist sie vorbei, jetzt müssen wir neue Wege finden. Das heißt, wir sind da jetzt auch, werden da sehr, sehr aktiv, noch aktiver zum Thema Lead-Generierung. Wir arbeiten jetzt mit 2 größeren Partnern zusammen, zum einen mit der Deutschen Bahn, haben da eine große Kampagne, die parallel mit dem Streik gestartet ist, war auch super. Aber sie läuft lang genug. War das geplant? Sie läuft lang genug, sodass wir sagen können, hey, das passt schon. Also da werden wir sehr, sehr viel aktiver noch werden, weil ich glaube, dass das Thema First-Party-Daten noch wichtiger wird. Ja, okay, cool. Ja, spannend. Für alle, denke ich. Also, ja. Und da auch egal, ob klein oder groß, ne, das trifft alle gleich. Weil du willst ordentlich kommunizieren und du musst es halt datenschutzkonform machen. Ja. Zumindest wollen wir das so machen. Ja, super. Ja, vielen Dank, Alex, dass du die Zeit genommen hast. Super spannend. Danke dir. Dann wünsche ich uns beiden noch einen tollen Tag heute hier. Das wünsche ich uns auch. Dankeschön. Danke.